Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 3. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Gwent gespielt, haben die Quest Spieler in Velen abgeschlossen und auch ein paar wertvolle Karten bekommen. Und hier haben wir nun den Schrein, der den Anfang des Pfad der Süßigkeiten oder des süßen Pfades markiert. Gucken wir uns den doch mal an. Der sieht ja sehr lecker aus. Lebkuchen. Bäh, Maden im Lebkuchen. Das ist nicht so gesund. Folge dem süßen Pfad mit Hilfe deiner Hexersinne. Na dann gucken wir doch mal. Ja, hier überall hängen kleine Süßigkeiten, die Kinder oder Naschwerk liebende Erwachsene hier lang führen sollen. Und sind wir mal ehrlich, wir brauchen unsere Hexersinne eigentlich nicht, weil dieser Pfad ist relativ offensichtlich plattgetreten hier. Das heißt, wir können hier einfach mal entspannt langlaufen. Und dann sollten wir zu den Mumen kommen. So heißt es zumindest. Hallöchen. Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cook then bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said how tasty, best sausage I have seen. Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. One, two, three, the one to fetch the kindlings, thee! Interesting rhyme. Ja, definitiv. Don't know you, go away. What are you doing out here alone? We's not alone. We's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that. Doch, schon, du kleiner Klugscheißer. I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. The witches of the bog. We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zemek went missing, Gran said it was because he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. You could still come back. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassie's got tits. They do. Heard an old man say once, when the army was here, he says, hide them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits. And it's torturing the poor lads. That's what he said. Yeah. Listen, the girl I'm looking for, she's in trouble. I understand you might not want to help me, but you could try to help her. How you know she was here? I heard she visited the witches in the swamp. But there's no witches here. There's only frogs. And snakes. And Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you? Wearing swords like a bandit. You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods? No one has. Nee, leider nicht. You one of the witches of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor owl and not one wart on me nose. Got a pretty nose, see? Gran's got a lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so sweet. Meistens. Who's Johnny? Johnny ate a cat. Come the more in some furry shat. Watch your language. They tell tales and tales, naught but tales. Just talking to the kids. Ask them if they'd seen a young woman.
I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter and her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm. A bit of help, please. A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, because I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone! Na, die ist ja freundlich, die Frau. Und ein bisschen verwirrt. So, wir müssen mal gucken, dass wir was über Johnny erfahren. Denn der weiß ja angeblich viel. Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids. Just tell me where I can find Johnny. Johnny's made up. Be gone. Be gone. Dann fragen wir mal die Kids. Kennt ihr Johnny? Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. Sat his bare bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods, and then he's got to have a time out. And he eats snails. Yuck. Na lecker. Does your Gran treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, she cries. She's scared. Say strangers might take us, and we'll disappear. Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so, and Gran knows lots. Ach, auch eure Oma ist nicht allwissend. The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your Gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right, but you gotta do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Okay. Let's play. You hide, but if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny. He thinks he'll find us easy. Means he's never hid from the black ones. No looking, and you have to count out loud. All your fingers, toes, too. Also bis 20. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Ready or not, here I come. Ja, die haben auch noch nie mit einem Hexer Verstecken gespielt. Ja, es ist ein bisschen cheaten, aber hey. Stuff zum Ausnehmen. Hoi. Found you. You can stop hiding. How'd you find me? Na, du warst jetzt nicht gerade gut versteckt. So. Waren hier sonst noch Spuren? Ne, scheinbar nicht. Dann gucken wir mal. Wir müssen noch drei weitere finden. Irgendwo meine ich... Ah ne, das war ein anderes Haus. Gucken wir mal. Hier ist es, glaube ich, irgendwo...
hoch. Ah ne, stimmt, das war... Doch, das war das. Genau, da hinten. In dem Heuhaufen. I can see you. Tja. War dein Versteck wohl doch nicht so gut. So, zwei haben wir, fehlen noch zwei. So, da hinten sind Gegner, da wollen wir nicht hin. So, hier, die Fußspuren hätten uns durchs Haus geführt. So. Ach, da bist du. Gefunden. Found you. You can stop hiding. No fair. I'm supposed to win. Oh. Tja, aber ich werde gewinnen. So, eines fehlt noch. Ich bin gerade am Überlegen. Ich sehe auch nirgendwo gerade Spuren. Doch hier. Wo führen die denn hin? Nicht an dem Kind vorbeigelaufen. Scheinbar. Found gefunden. You. You're the last one. Bet you cheated. Come to the cottage. I gotta tell the others I won. Found you all. Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promised, didn't we? Ach ja, Kinder können schon irgendwo lustig sein. Gran! Gran! Bumblebee bit Jagner in the arse! Gran! Komm! Das war jetzt schwer. Don't be afraid. Don't know nothing. I won't hurt you. Where's Gran? She's busy. Where are you and your friend's parents? Dad. Some starved. Others were killed. Like mine. One day, we went out at dawn to look for berries in the woods. Still some around back then. When I was coming home, I heard the yells, then laughing. Went up and hid in the bushes near the woods. My mum yelled, and the soldiers laughed. Lay my pa down by the barn door. His head clean off. And then my mum. It's all right. That's enough. Why are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. Would have told me about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. He don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his burrow. But Gran yelled at me. Said not to talk to strangers, 'cause then kids go missing. She worries about Johnny too, though she says he's made up. Wo finden wir I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? 'Cause he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be boy. His gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Johnny? There is a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around. You'll see him. Thank you. Ah, den finden wir schon. So, wir... wissen, wo wir suchen sollen. Also machen wir uns mal auf den Weg. Bis später vielleicht. Ach, ein paar Drowners. Und ein Wasserwerk. Begeisterung. Der Vorteil ist, der Schildplatz halt dann wirklich auch Schaden und so. Das
angenehm. Aber irgendwie generieren wir gar nicht so viel. Regenerieren wir nicht so viel Leben, aber ich glaube, dafür muss man das auch ein bisschen aufleveln. So, was haben wir denn hier? Small footprint. Johnny's been through here. Und seinen Bau finden wir genau auf der anderen Seite. Neben einem. Oder. So. Na komm. Los. Ach so, okay. Ja, der hat halt direkt Schaden bekommen, weil er aufs Quinn gehauen hat. Das war natürlich auch so eine Sache. Okay, dann war Johnnys Bau doch ein bisschen woanders. Ja, ich find's merkwürdig, dass sie Johnny mit Hansi übersetzen, aber... Naja... Kann sich auch über alles aufregen, ne? So. Haben wir hier irgendwo dann mal den Bau. Oder ist das noch weit? Da ist er. Tracks lead to a burrow. Wonder what's inside. Guck doch einfach mal rein. Ja, Geralt, du darfst da gerne reingucken. Johnny? Don't be afraid. You're a bucka? A Luton? Godling. Not many of you left. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Tell me everything, from the start. Where did you see her? What was she doing? It's important to me. Why not? Hmm. What's wrong? Can't talk? Why? Da soll man daraus schlau werden. Lost your voice? Can I help you somehow? Want me to follow you? Ihm irgendwie Fragen zu stellen bringt natürlich no choice, nichts, wenn er keine Stimme hat. Also machen wir uns mal auf den Weg und folgen dem guten Hansi, aka Johnny, dem stimmenlosen Gottling zu Göttling. Ich glaube auch im Deutschen müsste es Gottling heißen. Also die Einzahl zumindest, wenn Göttlinge die Mehrzahl ist. Damn it. So, Clownhaus. Und ihr seht, wir regenerieren halt mit jedem Schlag von denen ein bisschen Leben. Und die Explosion drückt die halt schon ein bisschen zur Seite. Das hat natürlich Vorteile. Kann aber auch ein bisschen nervig sein. Mein Gut. Wow, einer von dreien lässt was fallen. Stay close to me. Wir könnten echt demnächst mal die verbesserte Schwalbe finden, das wäre voll toll. So, wo willst du uns denn hinführen? Das ist nochmal so ein Schrein. Ah, hier willst du hin. This the place? Let me look around. Something's on the ledge? Something that'll get you your voice back?
Na, dann werden wir mal hochklettern müssen. Guess I gotta make this climb. So, ja, da müssen wir leider drum rumlaufen. Aber zum Glück ist der Weg nicht ganz so weit. So. Und nochmal ein paar Stufen hoch. Ah, eine Harpie. Die findet man auch gar nicht mal so häufig hier. Wobei, na, Harpien schon eher. Wobei es gibt auch auf Skellige vor allem gibt es viele Harpien. Kleines blaues Muttergehen. Ach, kann man gebrauchen. Hey, komm runter. So. Und schön auf dem Boden bleiben. Danke. Noch ein kleines blaues Muttergehen. Ignatiablüten. So, das Rabennest. Versiegelte Flasche und Rabenfeder. So, dann gehen wir da hinten mal. Auf nach unten. Blub. Johnny, aber bevor wir mit ihm reden, erstens repariere ich mal schnell mein Schwert. Stimmt, du warst schlechter leider. Und wie gesagt, mit ihm reden werden wir in der nächsten Folge. Das heißt, wir machen für heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder zu The Witcher 3. Bis dahin, ciao Freunde.